Ich hau lieber ab. Ich will nicht kämpfen. Nein. Mann, 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 Mann. Ey, warum muss ich kaputt machen? Wer war das überhaupt? So, was, ja, das stimmt. Wenn man das hotswappen kann, ja, das, darauf habe ich tatsächlich auch keine Lust, wenn ich hier zwei Stationen stehen haben muss, sondern wenn ich nur eine habe. Oder wenigstens mit einer Station beide so reinstecken kann. Ne? Das stimmt. Das wäre cool. Ins Inventar zu Cyberware. Ja, machen wir. Ja, hier sind, kann man ja noch Sachen reinmachen. Also, was ist hier? Monodraht physischer Schaden. Aha. Haben wir tatsächlich nochmal da. Aber das... Ach nee, das ist das, oder? Aber da haben keine Sachen da. Nee, nee, für den Draht habe ich absolut nichts. Können wir mal gucken, ob wir da was kaufen können. Also wie ich eben meinte. Bisschen Modus. Was haben wir hier? Schema Leistungsbesorg. Interessant. Schema Monodrahtbatterie mittlere Kapazität. Das ist doch was. No. Alter, Wahrnehmungsverstärker erhöht den kritischen Schaden um 20%. Das ist natürlich auch geil. Und hier gleich das Schema holen, finde ich auch gut. Ja. Yeah. So. Cyberware. Gut, müssen wir erstmal herstellen. Oh, ich könnte so... Aber wir haben ja keine hohe Kapazität. Ne? Also wir haben ja nichts mit hoher Kapazität, Max. Deshalb nehmen wir erstmal das, was wir haben. Aber... Ja, Controller ist aus. Müssen hier noch ein bisschen Sachen wieder auseinandernehmen. Wir müssen ein bisschen wieder Zeug herstellen können. Nee, das hier. Nee. Hey, wieso habe ich die ausgerüstet? Willst du mich veräppeln? Das sind ja die falschen Schuhe. Wieso haben wir plötzlich die. Und wieso haben wir hier ein. Wir haben ja komplett die falschen Sachen an. Really strange. Dagos, ich danke dir, dass du vorbeigeschaut hast. Wir machen auch gleich Schluss. Vielen Dank und ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, das muss man auch noch machen. Ja, die Schuhe. Okay, die Schuhe werten wir als nächstes auf. Aber da fehlt uns wieder was. Wir haben einfach nicht genug Komponenten. Das ist das Hauptproblem an der ganzen Sache. Weißt du, die Sonnenbrille habe ich auch nicht an. Alter, unglaublich. Johnnys Pilotenbrille, so. Boah, boah, boah. So, das da. Ah, ich glaube, wir haben da nicht genug. Warte mal, Schuhe waren hier. Von hier brauchen wir ja auch was. Von
Ja, mit dem bisschen, was wir hier haben, können wir ja das auch nicht herstellen. Also wir müssen wieder... Ja, aber der Hut, Max, der sieht scheiße aus. Aber gut, wir können ja machen wegen Transmog. Können ja das hier aufsetzen. Oh, wir nehmen das hier. Weil wir da noch die Verringerung von Effekten haben. Hab ich noch irgendwas zum Zerhauen hier? Das können wir nochmal zacken. Gewöhnlich, gewöhnlich. Pilotenbrille, das da. Das können wir auch zerhauen. Die Max-Tech-Jacke wollten wir eigentlich behalten. Das können wir wegmachen. Hier kann ich auch ganz viel zerlegen eigentlich, ne? Krieg ich ja auch nochmal ordentlich Sachen. Alles Essen verkaufen. Ja, ich will ja nicht unbedingt... Verkaufen bringt ja jetzt auch nicht so viel. Ich brauche ja Komponenten. Das kann man auch alles wegmachen hier. Wenigstens von allem, von dem einen eins behalten, damit ich hier mit ein bisschen Optik habe, also Auswahl habe und nochmal unterschiedliche Sachen mir angucken kann. Die Stats sind mir tatsächlich hier erstmal egal. Zeit fürs Zielen ist ja egal. Wir nutzen den Scheißer sowieso nicht. So. Komm, weg mit dem Quatsch. Ordentlich alles zerlegen hier. Wegmachen. Crunch in gewöhnlich. Schön, Schaden um 3%. Hallo? Wer braucht sowas? Erhöht die Schadensminderung um 3%. Verringert die Ausdauerkosten von Nahkampfangriffen. Aber das sind ja alles gewöhnliche Sachen. Mit gewöhnlichen Sachen geben wir uns schon gar nicht mehr ab. So, das da. Das können wir eigentlich auch bei dem Zeug alles machen, ne? Alles was gewöhnlich ist weg, auch bei den Fernrohren. Aber die ungewöhnlichen Sachen können aber eigentlich auch alle weg. Die Sache auf jeden Fall. Erhöht den Schaden gegen Gliedmaßen um 5%, brauche ich nicht. Erhöht die Schussrate um 5%, nö. Macht den Schaden deiner Waffe nicht tödlich. Puh. Das ist Crunch. Haben wir das nicht noch irgendwo? Erhöht. Aber Dillo und ungewöhnliches Quatsch, das können wir in Legendär selber herstellen. Das braucht man nicht. Vanguard, Verringerung der Schaden beim Blocken.
Guck mal, die können wir wegmachen. Physischer Schaden, Schlagring, da sind wir jetzt auch anders. Das hier. Langsamer Motor. Können wir machen. Gefahrendetektor. Tiger Paw. Ja, Gegner, wenn du Gegner neutralisierst, wird sofort der gesamte Ausdauer wiederhergestellt. So. Geht zu Victor, was? Der hat endlich die epischen Augen. Ah, epische Augen, auch nicht schlecht. Aber ich wollte ja hier nochmal ein bisschen gucken, dass ich die Schuhe verbessere. Was wir jetzt immer noch nicht machen können, aber jetzt kann ich wenigstens hiervon mal ein bisschen mehr herstellen. So, erstmal die Schuhe, Max. Erstmal die Schuhe. So. ...36... Was fehlt dir noch? Zwei hiervon. Kann man ein paar mehr machen. So. Jetzt haben wir die schon mal... ...die Schuhe auf... ...auf episch. Wo sind sie da? So. Nee, ja, nee, es ging. Diesmal hat es tatsächlich funktioniert. So, Schuhe müssen wir mal wieder anziehen. Und zwar auf episch. Jetzt brauchen wir nur wieder was Neues. Machen wir den Fallschaden wieder rein. So. Jetzt müssen wir da, genau. Itemherstellung sind wir jetzt auf 20. Wir sind ja! Itemherstellung auf 20, Max. Das heißt. Schalte die letzte Vorteil Fertigkeitenbaum frei. Hier, erhöht den Verkaufspreis vom Items um 10%. Das ist jetzt, wenn wir das dann machen wollen, dann können wir das so machen. So, Ripper Dock. Da, oder? Ja, ne? Das ist ja Victor. Achso, speicher noch schnell. Und Auto rufen oder besser gesagt Motorrad rufen. Ja, ein bisschen schneller da sind. Und natürlich mit dem Controller. Auf geht's. Das ist überhaupt nicht das langsamste Motorrad von allen. Das ist das schönste Motorrad von allen, vor allen Dingen. Das ist das Wichtige. Man, das fährt immerhin, immerhin haben wir das auf 170 gekriegt. Zwar nicht die schnellste Beschleunigung, aber es fährt schnell. Das ist ja gar nicht das. Nee, das ist ja gar nicht das Richtige. Das ist ja gar nicht das Richtige. Hier ist das Richtige. Da ist das Richtige. Hatte das Falsche gerufen. So. So. Jetzt haben wir das Richtige, so. Alter, fährt mir auch noch hinten rein, so. Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht das richtige Motorrad. So, bin mal gespannt auf die neuen Augen von... Ach, die neuen Augen von Victor. Also nicht die Augen von Victor, sondern die Augen, die Victor für uns hat.
Die will ich nicht nur sehen. Mit denen will ich sehen. Ich sehe, jetzt ist auch das schnelle Bike, ne? Viel besser. Alter, das hätte man auch mal ein bisschen besser machen können, die Straße hier. So. Lassen Sie mich durch, ich muss zum Arzt. Ja, merkt man schon, dass es dann schon schneller geht, ne? Da sind nicht vorbei. Ne, du bringst uns um. Das ist ja auch noch hinten reingefahren. Mein Gott, ey. Kann man nicht mal hier in Ruhe durch die Gegend fahren. Ey, wieso ist das hier ein feindlicher Bereich? Was soll das? Was macht denn eigentlich hier unser... unser Verschwörungstheoretiker, was ist los? Oh, der schläft ein bisschen, hat keine Lust. Nee, ne? Wie geht's? Wie geht's, Misty? Oh, Entschuldigung. Alles in Ordnung? Das wollte ich nicht. Geht schon. Ist nicht leicht, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Ohne ihn. Und du? Ja. Ich meine, ihr? Ja, wir gewöhnen uns an. Es ist seltsam, aber wir fangen langsam an, uns zu verstehen. Das dachte ich mir. Du machst es einem leicht, mit dir auszukommen, wie. Ach. Ach, Misty, du bist einfach zu nett für diese Welt. Ladies? Victor, altes Haus. Ich würde gerne mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Siehst dir an. So. Selten. Episch. Ja, episch. Legendär hat er leider nicht. Ist die Frage, ob es das jetzt wert ist. Ne? Wir machen ja gerade sowieso nichts mit unserer Optik. Wie, keiner hat legendär. Es muss doch jemand. Jemand muss doch legendäres Zeug haben, ne? Ist aber günstig. So, haben wir hier noch irgendwas? Da brauchen wir noch was Zeug dafür. Immunsystem hat auch keiner. Nanorelais, Onyx. Die Panzerung 50. Können wir auch nochmal reinhauen. Oh, nee, das müssen wir kaufen. Nee, dann nicht. Achso, der Robodoc hat. Der hat das. Du schickst mich zu ihm, ne? Achso, warte mal. Was hast du denn zu kaufen, ja? Flugbahnanalyse. Brutalo-Berserk, okay. Nur mal Flug. Also, das ist das Schema für Flugbahnanalyse. Aber dann nehmen wir gleich das Schema, oder? Wenn wir das selber herstellen können. Wahrnehmungsverstärker. Nee, achso, okay, dann kaufe ich es. Wir haben es ja, wir haben ja das Geld. Was haben wir noch? Zielanalyse. Ja, ja, das kostet mehr, aber ich dachte, dann können wir es halt auch selber herstellen, ne? Cybermeer. Erhöht den Bonusschaden von Kopfschüssen. Alter, das ist natürlich nice. Was haben wir hier? Markiert automatisch Gegner, die dich entdeckt haben. Das ist auch nice. Können wir nochmal gucken... Mal was wir herstellen können? Für Augen? Nö. Ja, einen habe ich noch, aber dafür habe ich noch nichts. Müssen wir nochmal gucken, ob er nochmal was hat. Gefahrenanalyse haben wir noch.
erhöht die Chance auf Schadensminderung um 2%. Ja, rein damit. Rein damit. Man gönnt sich ja sonst nichts. Wir können das ganze Geld sowieso nicht mitnehmen irgendwann, ne? Da lag einfach nochmal Zeug rum. Oh ne, da will ich ja gar nicht hin. Missy, schönen Tag noch. So, und der Typ, ne? Der ist verdächtig. Der ist maximal verdächtig auf jeden Fall. Aber wie verdächtig der ist, das finden wir das nächste Mal raus. Weil wir machen jetzt nämlich Schluss. Es ist schon spät und wir müssen schon früh raus, Max. Du auch, das weiß ich ganz genau.